Viele Menschen, die etwas mit Online-Marketing zu tun haben, stellen sich mittlerweile viel öfter die Frage, wer ist dieser der Strategator, der auch unter dem Tarnnamen The Rehnser arbeitet? Wo kommt dieser Name überhaupt her? Und all diese Antworten habe ich in diesem Buch gesammelt. Ein Nerding-Dienstag wünsche ich euch, liebe Nerds, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Nerdings zu einem neuen Nerdshit. Heute beschäftigen wir uns tatsächlich mal mit meinen zwei Usernamen. Zum einen der Rehnser, den ich eigentlich nur noch in Minecraft nutze, und zum anderen der Strategator, den ich auf Origin, Uplay und auch Steam benutze. Aber da der Rehnser der ältere Username ist, fangen wir doch einfach mal damit an. Der Rehnser kommt aus einer Zeit, wo ich gerade angefangen habe, Minecraft zu spielen, wo ich mich sehr mit meinem Heimatort Rehns identifizieren konnte. Und um nochmal die Einzigartigkeit von mir auch auszudrücken, habe ich mir gedacht, der Rehnser wäre ja cool. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie doof, weil dann haben wir zwei R's hintereinander und dann kann, wenn man das eine groß schreibt, dann sieht das kacke aus. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wisst ihr was? Lass ich einfach ein R weg, dann habe ich der Rehnser und wenn man einfach am Stück ausspricht, habe ich der Rehnser. Bei meinen mittlerweile 9 Usernamen. Hätte bitte deine Schnauze. Dankeschön. Bei meinem mittlerweile 9. Klappe, habe ich gesagt. Hältst du bitte deine Klappe? Ja, danke. Bei meinem mittlerweile 9 Usernamen, der Strategator, ist das Ganze ein bisschen kompliziert. Und es ist nicht so, wie manche Leute online schon vermutet haben, dass es von Strategie und Alligator hergeleitet ist. Wobei das ja schon irgendwie ein bisschen nahe liegt, weil Strategie und Alligator. Strategator. Das Ganze kommt auch aus einer frühen Zeit meines Zockerlebens und zwar aus der Zeit, wo ich Team Fortress 2 habe angefangen zu spielen, beziehungsweise wo ich es bei einem Freund gespielt habe. Und dann haben wir uns gedacht, wir können uns ja ein richtig cooles Team aufbauen mit verschiedenen Aufgaben. Sowas wie, einer ist immer der Heavy, einer ist immer der Medic, einer ist immer der Sniper und ich sollte der Sniper sein und damit von hinten ein bisschen agieren und dann auch die Strategie nach vorne geben. Warum sollte ich die Strategie nach vorne geben? Naja, ich bin ja, wie ihr wohl alle wisst, Strategiespiele-Fan und somit kannte ich mich ein bisschen mit strategischen Kniffen aus. Also durch meine Affinität zu Strategiespielen und durch unsere Organisation und Rollenverteilung innerhalb unserer Gruppe kam dann einfach irgendwann ein Kumpel auf die Idee, hey, nennen wir dich doch einfach Strategator. Aber auch hier wäre Strategator ja viel zu einfach gewesen und ich wollte ein Alleinstellungsmerkmal. Also habe ich gesagt, ich bin nicht Strategator, ich bin der Strategator. Dieses Alleinstellungsmerkmal mit dem der hat sich auch auf einige in meiner Zocker-Community und mit meinen Zockerfreunden übertragen. Zum Beispiel haben wir auch Niklas mit der Überläufer, was ja jetzt nicht unbedingt eine positive Eigenschaft ist, aber hey, er ist auch der einzige Überläufer, den es gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen von mir. Hier links kommt ihr jetzt zu 2 weiteren Videos von mir. Vergesst nicht zu abonnieren oder das Video zu liken und ja, wir sehen uns dann am Freitag in der Gaming Time wieder mit Minecraft. Check it und ciao.